Auch wenn sie keine Sau mehr interessiert. Apex habe ich schon mal ein paar Mal gezockt. Habe ich aber aktuell nicht mehr auf meiner Festplatte drauf. Habe ich runtergeschmissen. Kann ich jetzt aktuell nichts dazu sagen, weil es waren ja schon wieder ein paar Updates dazwischen gewesen und ja. Hui. Okay. Ja, ich habe das auch mal eine Zeit lang gezockt. Wo ich noch keine anderen Spiele hatte hier groß oder so, oder wo ich keinen Bock groß hatte, da habe ich immer mal Apex eingelinkt und das mal gezockt, aber irgendwie ist das ganz komisch, ey. Das ist überhaupt nicht so mein Fall, muss ich ganz ernsthaft gesehen sagen. Von daher, ich habe das noch eine Weile getroffen gehabt und ich habe es jetzt vor kurzem von meiner Festplatte runtergeschmissen. Und so, ja. Ich bin im Überlegen, ob ich, ich habe jetzt schon so viele Spiele neu geholt und nee. Was ich auf jeden Fall mal jetzt die nächste Zeit anfangen will, ist The Last of Us. Das habe ich mir ja neu geholt und bis jetzt noch nicht einmal gezockt. Das will ich auf jeden Fall jetzt mal die Tage installieren. Eigentlich will ich es mal so nicht sagen. Es ist halt irgendwie komisch, das Game. Ich weiß nicht. Typisches Tochter-Weiber-Gespräch. Müsste schon, glaube ich, draußen sein, keine Ahnung. Schon mir das aber nicht. Da bist du bei mir, also. I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. Du spielst doch sowieso Knie online, von daher. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. And I got out alive. Aber erstmal moin, wenn man hier reinkommt. You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt. Gestern ist nicht heute. And maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. Called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot. Das muss ich mir den Jungen angucken hier. Let's take Amanda's car. Hey. Du zockst gleich auch mal wieder ein bisschen. Change of plans. My darling boy is in trouble. Hey, I'll help you out.
Lesson number one. Don't ever have kids. Hey, man, look. If I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in a bathtub. Shit, things that desperate, huh? Nah, but, you know, shit, I was making a point. Mythologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. Profihaftes Fahren hier. Profihaft. I'm someone you want to impress. Really? Einfach nur Legende. Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Einfach nur Gott. Oh, there it is. That's my boat. Your boat's in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch him. Hey, what are we about to do? I'm gonna get you close, and you're gonna go board that thing. All right. The piece of the glove box. They give you shit. I'll take them out. All that's cool, man. You shoot with one hand and driving with the other. But my motherfucking concern is I might miss the jump and fall in fucking traffic. Na komm, hupf nur. Geh doch. Ah. So, da fällt sogar schon das Auto vom Hänger runter bei meiner Fahrweise. Einfach nur ein Traum. Jetzt hin. Ups. Vielleicht nicht kommen sehen. Ja, das muss ich einmal wieder spielen. Den K.O. Dingsbums, da habe ich auch noch ein paar Sachen offen. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gezockt, muss ich ganz ernsthaft sagen. Also das ist auch mal wieder ein Punkt. Mal wieder online einzuschreiten. Stay behind there, Frank. Hey, ain't you covering me? Hey, shoot this motherfucker in the face already! Hey, this dude trying to kill me on the wrong boat, boy! Nah, you on the wrong boat. Ein Schuss, eingezielten Schuss. Perfekt. Alright, now look for my son. Ah, too close. Dad? Wait. You're the guy from the dealership. Yep, and it's a long story, bro. Jimmy! Oh, shit! Kid, watch out for the boom! Fuck! Hold on! Dad! Help! 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 Fuck! Ah, the fuck is wrong with you? Voll auf den Kofferraum. Don't dad me, you little shit! You better hope she's still seaworthy! Was macht denn der da? Der klettert trotz, dass er nicht mehr da oben ist auf den... Come on, kid! Come on, kid! Butthurt. At least you got me out of there. You listen to me, you little shit. That kid just jumped off the hood of a moving car to save your ass, and now he's gone. And so's my boat. Oh man. Hätte nur springen brauchen. Na, für einer. Oh man. Hätte nur springen brauchen. Was mussten da gerade für eine Mission machen? Jamiro. Hey, closer, man, closer. Hey, get right up the back of that thing. Jesus! Remind me not to come.
That everyone? All right, time to get the boat back. You think your therapist knows why you're fixating on this boat so much? Now that doesn't sound good. Hey, that's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing. Come on, stay with me. Stay with me. Waffenmission, okay. Fucking boat. Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back there, dog. You drivers there, we can get the ride fixed. Was nimmst du denn da für Waffen? Uzi oder schallgedämpfte Waffen oder was nimmst du denn da? Ich werde dann auch gleich mal online gehen. Shit, Dad, I nearly died, and all you give a shit about is this fucking boat! No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy. But you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, do you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to head to the room. Dudes, I'm in the call. Oh, great. Leave me with the home invader. I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough, all right? Enough. Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? No problem. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks. Thanks, man. Hey, so you, do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. Not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah. You know, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. It'd clear my head, you know, let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fill your time. Dream other dreams, man. Yeah, sure. Whatever. Also, wenn man reinkommt, Tim, schreibt man erstmal Moin und stellt nicht irgendeine Frage oder macht nicht irgendwas. Ich weiß immer nicht, was das sein soll immer hier. Wenn man irgendwo sich noch nicht begrüßt hat oder so, dann schreibt man das erstmal rein. Also ich verstehe nicht, was immer diese Manieren nicht sein. Ach egal. Somit gibt es auch keine Antwort von mir, zumal ich, weil ich sowieso nicht weiß, was du damit sagen willst. I take what's in my pocket, a couple thousand bucks. That'll cover it, right? So you sure you're good? Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? All right. Listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Boot fort, Karre kaputt. Der darf ich noch schlitten. Das war eine richtig schöne Halle für mich. Da wird wahrscheinlich den ganzen Tag gar nicht mehr rauskommen. Come on, man, let's get in there. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. Recondition. Sweet. Yeah, mom's down with whatever, dog. Church. I'm gonna take you home now. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. Or the credit fraud guy. The home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah, I mean, sure. Jimmy, ain't he? Or James? Jimmy. Or just like, Jizzle? Nah, man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, what's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership.
And someone steals my whip. And Poppy's all like, he's been down there to talk to you guys. Your pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired. Like, fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look. Hoppala. I'm sorry my dad lost to your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Fuck. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play Right to Slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. So. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just, like, chop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man, but, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Nur noch schnell speichern gehen und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Online-Resonanzen, ne? Gehen wir mal schnell speichern. Speichern ist gut, wenn es Papa machen tut. Oh yeah, yeah. Ich sehe schon wieder hier sehr förmlich eine Stimmung hier. Da schlafen mir ja fast die Fußnägel ein. Was ist denn los hier? Junge, 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 der ist schon wieder. To me, employee of the month, does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You're fucked, my boy. Fucked. Finde ich schon schön, wenn sein Laden im Arsch ist. Darf er nicht so Wucherkredite an jemanden andrehen, dann passiert sowas auch nicht. Junge, 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 Junge. Ich halte doch nicht meinen Arsch mit denen hin, ist der Blöde. So, wollen wir online gehen, würde ich sagen, wa? Den wir hier gespeichert haben. Hinten erinnere ich mich wieder ein bisschen wieder an eine Folge eines Dings, die ich bei Netflix gucke. Ja, ja. Oh ja, von den ganzen ja schon online ist. So. Mal gucken, was so abgeht, wa? In der Hood. In der Online-Hood.
Ist ja auch mal gucken, wo der Löffel, der Hand der Löffel gelassen hat, ne? Freilich. Kakaline, 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 der Major, der Ladebildschirm, der ist wieder da. Der Ladebildschirm, der ist wieder da. Kakaline, Kakaline, Kakala, oh je. Der Ladebildschirm ist wieder ganz schnell da. Warte mal, lassen wir uns mal hier. Kann man uns hier. Ah, hier, genau, hier können wir uns bohren lassen. Perfekt. Und eine neue Sitzung suchen und Vollgas. Wir geben Vollgas, Vollgas, Vollgas. Vollgas. Ich hab einen WhatsApp. Da los. Ich müsste eigentlich wieder mal auf meinem anderen Kanal mal was streamen. Na komm, Ladebildschirm. Ich wär blöd, es funktioniert heute noch. Ich wär blöde. Junge, es funktioniert noch. Ich wär blöde. Ein U-Boot ist toll. Ein U-Boot ist schön. Da kann man schön drauf furzen gehen. Kapitän, nerv mich nicht mit deiner blöden Scheiße. Lass mich in Ruhe. Okay, wo ging's denn hier nochmal lang? Ne, falsche Richtung. Mann, ich verlaufe mich hier später an dem Scheißding. Mensch, 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 Mensch. Ging's denn hier wieder lang? Könnte ich mich umziehen? Ich latsche schon wieder falsch. Mensch, ging's denn hier lang? Hier ist mein Neste. Hier ist Rohre. Kohldampf 66 hat das Spiel verlassen. Was ist das für ein Name? Ach, hier ging es hoch, genau. Na. Mal gucken hier. Falsche Richtung.
Hier lang. Hier lang wollen wir doch. Okay, das ist da. Mal hier unten die Dinger ausstehen. Die Fahrzeuge. Gucken. Ja, ist auch vorhanden. Perfekt. Perfekto, perfekto. Gucken wir mal, was wir machen müssen. Halt hier. Kakaline, 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 galala. Schläft denn der Chat schon wieder oder was ist hier los? Hallo Leute! Oh, jetzt hier keinen. Oh, ja. Was ist denn eigentlich jetzt hier so alles in der Sitzung? 28 Leute. Du bist noch da, sehr schön. Informationen sammeln, zusätzliche Beute. Was haben wir denn hier noch? Ja, deswegen frage ich hier. Ist ja nicht so langweilig ist oder was. Interessantes, was ist denn interessantes hier? Equipment. Was haben wir denn da? Equipment. Schneidladung, Plasmaschneider, Fingerabdruck, Klongerät. Machen wir das holen. Gib dich zum Lager. So, mal Hubschrauber starten. Ich heb ab, ich heb ab, ich heb ab, 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 ab. Was für eine Mucke hier schon wieder. Auf San Andreas hätte ich mir wieder irgendwie Bock oder so. Musik muss ich echt sagen, die gefällt mir richtig, die neuerdings in GTA eingefügt worden ist. Ich weiß ja nicht, was hört denn ihr so für Radiosender, wenn ihr GTA spielt? Hört ihr überhaupt irgendeinen Radiosender oder zockt ihr eher gar, also wenn ihr zockt, eure eigene Mucke irgendwie über Spotify oder so. Ach, verdammte Axt. There will be security inside. If you are not seen by the cameras, you will have element of surprise, yes?
Okay. Ja, man muss ja mal fragen, ne? Es gibt ja verschiedene Leute, der eine hört über das, der nächste hört über Spotify irgendwas oder so. Ich meine. Arschen hier. Gibt ja verschiedene Sachen, ne? Wo man nur überhören kann und so. Deswegen. Ja. So, hacken wir mal schnell das Ding hier, würde ich sagen. Zack. Das Archiv gefunden. Zeugen. Ist jetzt im Helikopter. Die doch eh schon alle abgeknallt. Was wollen die denn da? Mensch, das Skinner. Halt! Was vorbeigeflogen. Schleiche dich in das Archiv. Mhm. Schleichen aus dem Rungs voll vor die Tür davor. Naja, ich mache da quasi eine Mission quasi davon, ja. Erstmal moin moin. Albertus 02. Was ist das scheiß Ding? Ding. Hi, I'm set up like what? Hier liegt das Ding, glaube ich, oder? Nein. Do you have the device? Get it out of there quickly. Hey, moin moin. Da sind, dann bin ich ja wieder weg hier. Weiß nicht, warum ich mir den Helikopter mitgenommen habe. Wie geht's dir so? Erstmal, moin moin. Schön, dass du eingeschaltet hast.
Okay, da war oft einfach so eine Dings neben mir. Mir geht's den Umständen entsprechend. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir denn? Kommen die auf einmal her? War doch gerade eben da noch nicht gewesen. Ich Trottel hätte ja auch mit dem Ding reinfahren können, ne? Na, wieder ein Held, ey. Zehn Zuschauer haben wir hier. Laut YouTube. Gerne mal reinsaften hier. Gerne mal reinsaften. Ich würde mich mega freuen. Wir können uns auch hier sehr gerne unterhalten. Wir können auch sehr gerne hier irgendwelche Themen oder wenn ihr Fragen habt oder so. Und wieder 10 Pakete. Was ich von GTA RP halte. Hello, me old China boy. I've got a minor major wardrobe malfunction developing out here on the Costa del kind of music. Ja, von GTA RP. Ja. Kann man viel halten. Man kann sich ja seinen eigenen Server machen. Man kann. Muss man halt allerdings nur auf PC spielen. Dann kann man recht viel machen. Also ich finde es eigentlich schon ganz geil. Habe aber jetzt so meine Erfahrungen noch nicht machen können, weil ich habe es ja selber noch nicht gespielt. Stell mir das aber ganz geil vor, wenn du da alles wirklich so machen kannst, wie du das willst, einrichten kannst, wie du das möchtest und, und. Also dagegen haben tue ich in der Form nicht, aber man muss halt... Hey, warum komme ich denn hier nicht weiter? Hä? Das für ein Schrott. Komme hier einfach nicht weiter. So ein blöder Mist. Ja. Brauchen wir halt auch die nötigen Utensilien dazu, ne? Die richtigen Leute und so, dann macht das halt auch schon Spaß. Wenn du natürlich irgendwelche Kasper-Köpfe dabei hast, die dann da könntest du den schönsten Server haben, die schönsten Sachen haben, schönsten PC haben, etc. Wenn du dann natürlich die falschen Leute dazu hast, dann macht es natürlich keinen Spaß, ne? Dann im Gegenteil, das versaut dir höchstens dann alles. Ich bleibe einfach erstmal hier so stehen. Ja, geplant ist es schon, ja, aber dazu brauche ich halt auch diesbezüglich einen ordentlichen PC und alles. Und da liegt der ganze Punkt. Das habe ich leider nicht. Und machen will ich selber schon sehr, sehr lange. Ich habe ja schon GTA für den PC schon sehr, sehr lange hier, ich glaube 4 Jahre oder schon so liegen. Demzufolge wollte ich das ja schon, ich wollte das ja damals schon, bevor ich überhaupt die PlayStation hatte, schon auf dem PC zocken. Aber... Mein damaliger PC hat das leider nicht hergegeben, von Komponenten her, und dachte ich mir, naja, komm, wirst du irgendwann mal vielleicht schon mal einen richtigen PC dafür haben. Aber das ist bis jetzt noch nicht eingetreten, deswegen steht ja auch da hier beim SoTV Instabot. Wenn ihr Ideen habt oder so, dann gerne rein in die Kommentare, wenn ihr da euch damit auskennen solltet oder so. Und da steht ja auch mal was mit 5000 Abonnenten drin und so, dass ich da vorhabe, mir... geht das jetzt hier nicht? PC zu organisieren. Aber ja. Das liegt auch mal dann darauf, wie ihr dann halt ein diesbezügliches Interesse dran habt und generell so die Videos, die ich hochlade oder
generell die Livestreams, die ich mache, wie die ankommen. Je nachdem kann ich mir das früher oder halt dann erst später holen. Wenn natürlich kein Interesse da ist, dann warte ich natürlich mit dem ganzen Kram natürlich noch, weil ich keinen Bock habe, mir dann was zu holen und hinterher ärgere ich mich dann. Und ja, weil ich sehe es da nicht ein, da mich in Unkosten zu stürzen und hinterher stehe ich dann da und das hat gar keinen interessiert oder wie auch immer, ne? Nö, kenne ich nicht. Aber erstmal moin moin. Erstmal schnell eine andere Stelle suchen hier. Wieso würdest du das eigentlich feiern, wenn ich das mal machen würde mit den RP? Wenn ich jetzt mal so fragen darf. Ich meine, machen doch mittlerweile auch schon so viele Leute. Ich meine, jeder hat seine eigene Art und Weise, jeder spielt es natürlich auf seinen Mist. Aber, ja. Gutes Spiel, ich verlasse den Strom. Grüße aus Russland. Hä? Ich verlasse den Strom? Verstehe ich jetzt nicht. Wahrscheinlich nicht streamen. Schön, dass du trotzdem dabei warst. Danke dir auf jeden Fall. Und hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Was ist denn das Scheißding hier? Ach, war da drüben. Also ich schaue sehr viele Leute und schaue halt, was gut für RP ist. Ich weiß nicht, ob du was such. Okay. Nee, Name sagt mir jetzt nichts. Ich kann es nicht immer aussprechen. Sag ich jetzt mal so. Und ja, na, wie gesagt, halt für solche Sachen muss man aber die richtigen Leute haben. Einen richtigen, ja, sag ich jetzt mal, die Leute müssen daran Interesse haben überhaupt. Moin moin erstmal, Leandro. Müssen überhaupt erstmal Interesse daran überhaupt haben, dass man das überhaupt sowas spielen kann. Oder sich halt, ja, dafür halt dann die Mühe macht, weil das ist ja auch schließlich viel, viel Zeit, die man sich da investiert, für den Server einrichten. Und. Ich meine, das ist ja nicht in 5 Minuten gemacht, ne? Deswegen, ich wollte es ja auch schon seit, wie gesagt, längerer Zeit machen, aber es ist ja meistens immer nie groß was los. Und ich wollte ja schon seit, ich glaube, meinem Geburtstag, wollte ich ja mir schon was in einem PC in die Richtung holen. Aber ich habe dann immer noch mal lieber gewartet und habe gesagt, nee, komm, wartest lieber. Die Leute haben gerade nicht so Interesse an deinen Streams etc. pw. Und hab halt meinen Kram weitergemacht hier und ja. Es
deswegen, ja. Nee, das nächste, da hinten. Ja klar, kannst du selber auch beitreten, aber dann musst du halt auch diesbezüglich dann die Regeln kennen. Du musst dich dann hinsetzen, musst dann alles dir durchlesen, machen und tun. Wer ist dann die Leute überhaupt kennenlernen? Wer ist, sind die überhaupt? Ja. Wenn du da ja irgendeine, ich sag jetzt mal, irgendeinen Fehler machen tust oder so, fliegst du ja auch sofort bei den Server wieder raus. Ich meine, ja, hast ja auch keinen Sinn. So, wenn dann ratterst du da einen Server nach dem nächsten durch und so, das will ja dann auch keiner sehen. Ja. Wenn du dann auf 10 verschiedenen Server bist und so, musst du jedes Mal mal bei Null anfangen. Das ist so, als ob ich jeden Tag anfange, die GTA 5 Story zu spielen. Ja. Spätestens einmal würde das jemand gucken, beim zweiten Mal, okay, eventuell, und beim dritten Mal würden die Leute sagen, jetzt fängt er schon wieder an. Ne? Ich meine, habe ich schon ein paar Mal gemacht, davon abgesehen. Aber erst mal zweitens, ne? Ich schaue ja schon lange an, mir ja irgendwie einen PC zu holen, auch zwecks Streams, dass man die Streams anders machen kann. Die Facecam hier von der Blazy geht mir ja auch schon seit längerem auf den Senkel, ne? Mit der Bildqualität und so. Ich meine, 1080p ist zwar alles schön und gut mit Stream, aber bringt ja nichts. Bringt ja nichts, wenn du halt dann, ja. Klar müssen natürlich auch die Leute dafür da sein, das ist natürlich auch ganz logisch, ne? Und die Leute bringt dir das Ganze auch nichts. Dann könntest du den schönsten PC haben, wenn keiner zuschaut, das schaut halt keiner zu. Bin ich vorbeigefahren? Ne, noch nicht. Aber ich sag mal so, trotzdem brauchst du halt da auch die passenden Leute dazu, ne? Wenn du das nicht hast. Wenn du das dazu nicht hast, dann klappt das natürlich auch nicht. Oh, moin moin, RP Marcel. Was, in der Ruhe liegt die Kraft? Ja, in der Ruhe liegt die Kraft, ist richtig, aber PC steuere schon seit über 4 Jahren an und habe immer noch keinen. Ja. Ich hole mir lieber stattdessen immer irgendwelche Spiele, anstatt das Geld mal zu irgendwie zu sparen oder so weiter, ne? Ich meine, mit einer Sache bin ich jetzt wenigstens fertig geworden, davon abgesehen, aber trotzdem wüsste ich auch gar nicht, was ich da PC-mäßig kaufen sollte. Oder halt, das ist halt das andere. Ich habe keinen Bock, da irgendwie Geld auszugeben und dann hinterher, naja, hast du vielleicht in einem halben Jahr das Dilemma, dass es entweder kaputt ist oder halt dann irgendein Update erfolgt auf irgendeinen, sag ich jetzt mal, Server oder was auch immer, ne? Oder man muss ein Update für irgendwas machen und dann hinterher stehst du da und scheiße. Das hast du gar kein das mehr, jetzt reicht die Leistung nicht mehr aus oder wie auch immer. Das ist halt immer so das andere Ding. Warte mal, ist jetzt hier wieder hier hoch oder was? Ja, hier. Ja, und das ist auch so ein Punkt, ich habe vorhin sogar schon geguckt gehabt, ob ich es mir kaufen tue, weil ich habe ja hier noch eine Xbox One stehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das darauf läuft. Das ist mein Problem, sonst hätte ich es mir wahrscheinlich schon bestellt oder so. Da weiß ich aber leider nicht, ob das funktioniert, weil ich will mir das jetzt Game auch nicht kaufen und dann in der stelle ich fest, scheiße, du kannst das ja gar nicht spielen. Ja. Und dafür sollte dann ja dann der PC zum Beispiel auch herhalten, dass ich solche Sachen zum Beispiel einmal spielen kann oder mit zum Beispiel meinem Moderator, der auf PC zockt, auch mal eine Runde auf dem PC zocken. Hat einfach so dieses Feeling, weil ich hatte 2012 ja auch einen, wo ich meine auf meinem SoTV Gaming Kanal meine Videos gemacht habe, ne? Und Landwirtschaftssimulator gespielt habe und damals noch Battlefield 1942 darauf gezockt habe und viele, viele andere Sachen. Ich meine, Umsi Busfahrsimulator habe ich mir sogar damals Lenkrad gekauft gehabt und. Das sind alles so Sachen, ne? Klar, musst du natürlich da wieder aufpassen, wenn du da online spielst irgendwie, dass sich da nicht irgendeiner dir dein System da irgendwie kaputt macht oder so, wie ich mitgekriegt habe. Ob so ein Stimmt, weiß ich jetzt nicht. Damit habe ich mich bis jetzt noch nicht befasst. Aber trotzdem. Na, ich meine, ja. Alleine wegen Forza will ich unbedingt Dings haben.
Weil ich will selber mal in dieses Feeling kommen. Ich habe ja nur Forza Motorsport. Das war schon recht geil gewesen, so von den Grafikdetails her und so pipapo. Und von daher, ja, generell fahre ich ja sowieso so Grafik für Autos und so ein Zeug. Da geht mir richtig an, wenn ich irgendwie, ne, ich weiß noch, wie ich mich auch über TQ2 gefreut habe. Oder über, halt so ein paar andere Games, was halt mit Autos zu tun hat. Aber trotzdem, ne. Ich weiß halt nicht, ob halt Forza 5 auf der normalen Xbox One läuft. Das ist halt mein Problem. Deswegen habe ich mir bis jetzt da noch nicht weitere Gedanken gemacht. Über Google kann ich bis jetzt auch noch nichts Genaueres herausfinden. Muss ich mir dann nochmal die Tage dann nochmal genau angucken. Hey, wie meinst du das? Bau ein Online-Geschäft bei guter Bonität, Ratenzahlung möglich. Hä, wie meinst du das? Und zocken, worauf ich Bock habe, das mache ich ja sowieso schon die ganze Zeit, ne? Zocken tue ich ja sowieso schon die ganze Zeit darauf, worauf ich Bock habe. Weil was anderes ergibt für mich keinen Sinn. Hä, Server? Bau ein Online-Geschäft bei guter Bonität, Ratenzahlung möglich. Hä? Online-Geschäft wegen Server? Hä? Wie jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was hat denn jetzt der Server mit dem Online-Geschäft zu tun? Ja, manche Leute gucken ja vielleicht auch über die Konsole hier, über PlayStation Dingsbums dazu oder so. Ja. Vielleicht auch deswegen oder so, dass es deswegen immer so eine hohe Zuschauerzahl ist und oder so, keine Ahnung. Manche Leute wollen auch einfach nur gucken, was ich mache, aber so interessant ist das doch jetzt hier gerade gar nicht, deswegen, ne? Aber ich finde es wenigstens gut, dass man sich wieder mal mit ein paar Leuten hier unterhalten kann. Das finde ich echt mal wieder cool. Ich meine, ne, wir quatschen ja immer mal, aber meistens ist der Chat halt meistens immer so ruhig. Da hat man, weiß man gar nicht, was man sich unterhalten soll. Deswegen finde ich das ganz cool, dass man sich jetzt auch mal wieder mit jemandem unterhalten kann. Oder mit euch unterhalten kann, sagen wir es mal so, ne? Das ist doch ganz cool. Wo ist denn die Scheiße jetzt her? Hä? Schon wieder vorbei. Verdammt. Ach hier. Aha. Dunkle Meer, das dunkle Meer. RP Marcel, darf ich denn mal eigentlich mal wissen, wie du hierher gefunden hast? Oder was dich hierher gezogen hat oder so? Mich kann mal interessieren. Oder wenn du vielleicht Fragen hast oder so, kannst du ja auch gerne Fragen stellen oder die anderen Leute, die dabei sind. Hä? Er verkauft ein Auto, seit wann? Hey, als ich letztens mal ein Auto verkaufen wollte, hier mit Helikopter und so, ging das nicht. Da habe ich den nicht an den Haken dran bekommen. Das muss ich jetzt aber nicht verstehen, oder? Ich muss bei mir gleich mal ein Fenster aufmachen, ey. Hier ist es warm, ey. Für deine Hitze. Aber um solche Sachen überhaupt über PC nachdenken zu können,
Server und GTA, also brauchst du ja sowieso erstmal ordentlichen Rechner. Ja. Ohne Rechner geht das ja gar nicht. Und da muss erst wieder alles streamtechnisch eingestellt werden. Ich meine, das ist jetzt nicht das Problem, zieht sich aber auch wieder hin. Ja. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht so spannend, mir jetzt dazu zu gucken, wie ich hier die ganze Zeit hier nur die Pakete einsammle oder so, aber. Na, auf der PS4 funktioniert das Ganze halt nicht. Für wenn du die richtigen Leute hast, kannst du natürlich dir auch in der Freundesitzung, kannst du dir da auch irgendeinen Blödsinn zusammendenken, ne? Oder so zusammenspielen, sage ich jetzt mal so. Aber jetzt hier so Sachen irgendwie machen, anderes Auto und das und das und das, das funktioniert natürlich nicht, ne? Oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen. So, und Regisseur-Modus, wie der Mist heißt. Ist ja auch nur im Online, im Story-Modus. Also von daher. Ja. Man kann sich zwar mit FIFA das hier auch ein bisschen was zusammenspinnen. Dass es lustig wird, ne? Charakter kann man ja auch umgestalten. Da könnte man einen Charakter umgestalten und dann als sich irgendeine Person ausgeben. Und dann so rumgeigeln oder so, aber. Naja. Was ist denn das jetzt hier? Ach, hat dann da mehr. Bin manchmal abends bei YouTube am Seppen, aber da habe ich bei dem reingeschaut. Ah, okay, cool auf jeden Fall. Cool auf jeden Fall, dass ihr nicht nur reingeschaut hast, sondern auch da geblieben bist. Finde ich cool, viele Leute kommen rein und schalten gleich wieder weg. Das ist immer so ein bisschen, naja, wisst ihr ja, wie das ist, ne? Und ja, Server zuzulegen, bequem, schlage ich dir vor. So, Ratenzahlung wegen der Online-Geschäft, doch so. Der Sohn der Hinsicht, meinst du das? Ja, aber viele machen das, glaube ich, denke ich mal auch gar nicht. Und wenn, dann musst du da halt sämtliche Sachen abgeben. Und ich bin kein Mensch von. Und ich bin eigentlich kein Freund von irgendwelchen Ratenzahlungen, wo du dann irgendwie hinterherhängst oder so. Lass es dann mal aus irgendeinem Grund mal nicht gehen. Man muss mal irgendwas anderes Wichtiges kaufen oder so. Und dann hängt man den Ratenzahlungen hinterher. Und dann muss man das Ding vielleicht komplett mit einmal bezahlen. Und das ist. Nee. Das ist dann auch irgendwo doof. Ich bin so Mensch, hingehen, kaufen, fertig. Hat Ruhe haben, ne? Selbst Autokauf oder sowas, mache ich nicht auf Ratenzahlung. Entweder man hat's bar oder gar nicht. Ich meine, so 1000 Euro mal nebenbei. Ich meine, das muss man schon ein bisschen sparen, davon abgesehen, aber. Ne. Hoppla. Deswegen, wenn der eine oder andere hier gut mit dabei ist und gut schaut und so und sich und ich sehe, das lohnt sich hier irgendwie und die Interesse sind da, dann würde ich mir das vielleicht mal überlegen.